Servus Leute, was geht? Bin jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Bleach Brave Souls. Heute mit neuen Units und ja, wir starten gleich mal rein. Und zwar kommen freshe neue Units für den Mitmampf natürlich. Und zwar Busby und Robert. Okay. Ja, wieder Thousand-Year Blood War. Aber ich finde es okay. Ne? Das ist jetzt, sind jetzt nicht so die Charakter, wo ich mir denke, wow, Alter, da muss ich crazy gehen. Ja, ich würde sagen, gucken wir uns mal die Infos und Details der Charakter an. Ansonsten, jo. Schauen wir mal. Busby ist ein cooler Charakter, aber Robert juckt mich jetzt eigentlich gar nicht. Wir sind mal gespannt, was sie so drauf haben. Busby, Melee Strong Attack, ist immer geil. Strong Attack 3, Status Element Trap, okay. All Attacks haben Burn, er hat Soul Reaper plus Killer, das ist crazy. Damage Burning Enemies, 80%, geil. Frenzy 3 in Guild Quest, okay, er wird wahrscheinlich ein Guild Quest Charakter sein. Increased Status Element Chance against Soul Reaper, ist ja logisch. Und ja, schauen wir uns mal sein Skillset an. Er ist vom Power-Typus, hat als Soul Trade 40% SAR, Sprinter plus 1, Marauder und Havoc. Ja, Sprinter braucht man in Guild Quest eigentlich nicht so, glaube ich. Nee. Und wie wir schon hier sehen, er ist ein purer Guild Quest Character. Devastation 10%, Damage to Burn Enemies 80%. 80% sind die Boosts mittlerweile so hoch, das ist crazy. Weakened Defense, ja klar. SP-Skill 80%, die gibt es auch heute im Sonderangebot. Als ich noch gespielt habe, waren die noch selten. Also als ich in meiner BBS Prime war, waren die selten. Da gab es zwei Charakter oder ein Charakter, der das hatte. Und das war der Power Kisuke von Safi oder Canfion World, keine Ahnung. Melee Damage hat er noch, 30% in Guild Quest. Debilator 2 Sekunden. Increased Status Element Chance against Soul Reaper, Weaken Duration 100%, Killer Effect 50% in Guild Quest und Frenzy. Frenzy! Frenzy plus 3 in Guild Quest. Und er hat Poison Arena. Okay. Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Wisch nicht, weiß nicht, ne? Muss man für ihn summon, wenn man Guild Quest affin ist? Oder Guild Quest Grindet oder Guild Quest Main ist, dann ja. Warum nicht? Ne? Soul Reaper Killer Plus gibt es, glaube ich, noch nicht in Guild Quest. Ich weiß es nicht. Ich habe mir die letzten Charakter nicht durchgelesen. Also, ich spiele jetzt seit ein, zwei Monaten wieder aktiv. Okay, gucken wir uns mal Robert an. Ranged Normal Attack. Okay, Strong Attack 2 ist ein Boost. Sehr geil. Ich mag eigentlich Boost Characters. 35% Net. 30 Enemies Defeated Bonus, Strong Attack Damage 20% für Team. Fürs Team. Mhm. Und Team Party Technik Charakter kriegen nochmal 20% Net. Flurry plus 2 in Guild Quest. Okay, also wieder Guild Quest Units, ne? Wieso nicht? Er hat den Aranka Killer. Nicht Aranka Plus, sondern nur Aranka. Normal Attack Damage 35%, haben wir schon gesagt. Von Level 2 Guard Break, Dodge Aranka Damage 50%, das ist nicht schlecht, glaube ich. Hat einen Defeat Bonus, haben wir schon gesagt. Long Reach, Enhancer, natürlich, weil er ein Booster Charakter ist, hat er Enhancer und Booster. Fire Duration 100%, Killer Effekt 50% in Guild Quest. Technik Characters Net, haben wir schon gesagt. Bruiser 50%, Ranged 30%. Und Flurry plus 2. In Arena, boah, weiß ich nicht. Braucht man Last Ditch? Last Ditch ist auch gar nicht so scheiße gewesen in Arena. Ja, braucht man die beiden? Nee, ich glaube nicht. Gibt's bessere Charakter als die für allgemein PvE-Content? Ja, auf jeden Fall. Vor allem Technik Aranka Killer. Muss ich mal in meine Box gucken. Wer ist mein bester Technik-Aranka-Killer? Ja, Eisen. Der auch näht ist. Ja, let's go, Alter. Herzlichen Glühstrumpf. Aber
Power Soul Reaper Killer, ihr seht schon, da sieht es bei mir sehr mau aus. Könnte ich gebrauchen, aber da kommt bestimmt in Zukunft noch ein anderer Charakter, der mich mehr interessieren wird. Joa, ne, gerade die Banner braucht ihr eigentlich nirgendwo zusammen, es sei denn ihr startet neu, dann empfehle ich euch Giselles Banner. Ansonsten könnt ihr auch hier den ersten und zweiten Multi machen. Ich bin gerade am Aufsparen, auch wenn ich die letzten 2-3 Tage nicht gespielt habe. Ja, ne. Schauen wir mal. Mugetsu ist zurück. In Step 10 ist er, glaube ich, garantiert. Ne? Also, ja, die Rukia sieht verdammt cool aus. Ja, wenn ihr Mugetsu noch wollt oder braucht, auch für Guild Quest wegen seinem Link. Ne? Dieses Spiel wird mir zu viel Guild Quest. Affin. Digga, das ist gar nicht das richtige Wort dafür. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Speedrun werdet ihr für die Charaktere sammeln. Ich nicht. Selbst wenn sie mich interessieren würden, habe ich keine Orbs. Aber sie interessieren mich zum Glück nicht so sehr, dass ich jetzt Orbs für die farmen sollte. Oder wollen würde. Und ja, Freunde, wir sehen uns im nächsten Bleach Brave Souls Video wieder. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Charakteren in den Kommentaren. Ich finde sie beide ziemlich okay. Für Guild Quest halt. Für Guild Quest sind die bestimmt richtige Banger. Aber für mich als normaler PvE Main oder Brave Battle Spieler, ne? So, ich mache Guild Quest dreimal, alle Schwierigkeiten einmal, dann bin ich fertig mit Guild Quest. I don't know. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde. Und bleibt stabil. By the way, wir sehen uns in Fandom Parade auch noch wieder, ne? Das suchte ich gerade.